Erntestart auf deutschen Äckern. Auch wenn es in anderen Teilen Deutschlands noch einige Zeit dauern kann, bis die Mähdresche angelassen werden, in Brandenburg dürfte es regional in den nächsten Tagen losgehen. Der Deutsche Bauernverband lud am 4. Juli zu seinem traditionellen Ernteauftakt ein. Diesmal zu den Betriebsleitern Tietz und Schulze auf Flächen der Agrargenossenschaft Brück bei Belitz. Wir gehen von einer Durchschnittsernte aus. Wir rechnen mit rund 45 Millionen Tonnen Getreide in diesem Jahr. Wenn man jetzt in die einzelnen Kulturen geht, hier vor allem beim Weizen und bei der Gerste im Vergleich zu den letzten Jahren? Ganz leichtes Ertragsplus gegenüber dem Vorjahr. Wir bewegen uns im Schnitt bei allen Kulturen. Die Preise bewegen sich im Moment seitwärts. Sie sind deutlich unter dem Niveau, das wir noch vor einem halben Jahr hatten. Langer Winter, kühlfeuchter Frühling und dann das Wasser der letzten Wochen. Das Vegetationsjahr 2013 fordert die deutschen Bauern. Auch die Flächen in Brandenburg können noch einige Sonnenstunden vor der Ernte vertragen. DBV-Präsident Ruckwied machte sich gemeinsam mit dem brandenburgischen Präsidenten Udo Folgert ein Bild. Ruckwied relativierte dabei auch die Aussagekraft der Vorernteprognosen. Also eins gilt natürlich nach wie vor, erst wenn wir die Ernte auf dem Hänger haben und in die Gosse abgekippt haben, wissen wir, was wir wirklich dann gedroschen haben. Die Schätzungen im letzten Jahr beispielsweise vom amerikanischen Landwirtschaftsministerium haben gezeigt, dass diese mit einer großen Unsicherheit behaftet sind. Die mussten ja ihre Schätzungen um 100 Millionen Tonnen bei Mais reduzieren und insofern sind das lediglich Schätzungen. Jetzt warten wir mal die ersten Druschergebnisse ab. Bei Kartoffeln sind die bisherigen Erntemengen an früher Ware laut DBV regional sehr unterschiedlich. In der Pfalz und auch in Niedersachsen sind die Erträge eher unterdurchschnittlich, während die rheinischen Kartoffelbauern über gut stehende Bestände berichten. Aktuell liegen die Erzeugerpreise für Speisefrühkartoffeln bei 65 bis 75 Euro je Dezitonne und damit doppelt so hoch wie vor einem Jahr. Als abschließende Frage, wie sieht es auf Ihrem Betrieb aus? Ordentlich. Ich rechne mit einer deutlich höheren Ernte wie im vergangenen Jahr. Da hatten wir auch hohe Ausfälle durch Auswinderung. Ich gehe von einem guten Durchschnittsertrag aus.